Annika Kringel kickt für ihr Leben gern. Vielleicht nicht das erste Hobby, das man mit einer Pfarrerin verbinden würde, aber sie spielt Fußball, seit sie 4 ist. Seit 2022 in der ersten Damenmannschaft beim Sportbund DJK Würzburg in der Bezirksoberliga. Was ich am coolsten finde, ist so der Teamgeist. Also so wir als Team sind irgendwie echt so, man läuft für den anderen, das finde ich richtig cool. Wenn der eine einen scheiß Pass spielt, dann ist der andere da. Und das mag ich auch in der Mannschaft hier echt richtig gerne. Und das habe ich euch immer so wahrgenommen und fand ich gut. Also man hat das Gefühl, man gehört wohl dazu. Im Berufsleben ist Annika Kringel seit März zweite Pfarrerin der Pfarrei Main-Werntal. Ihr erster Job nach dem Vikariat, also der praktischen Ausbildung. Beide Bereiche, Beruf und Hobby, haben allerdings Gemeinsamkeiten, sagt sie. Man nimmt den anderen an, wie er ist, mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen. Also bei meinen Mitspielerinnen weiß ich, wer vielleicht ein bisschen schneller läuft, wer dafür besser im Zweikampf ist. Und das weiß man voneinander, man nimmt es an und man ist füreinander da. Also es hat auf jeden Fall, würde ich sagen, Parallelen. Dass ihre Teamkollegin evangelische Pfarrerin ist, hätten sich die meisten Fußballerinnen im Verein nicht vorstellen können. Vor allem im katholischen Unterfranken. Alleine, dass sie eine Frau ist, ist ja schon mal eigentlich ein bisschen untypisch. Ja, und sie ist halt einfach, passt nicht in den Stereotyp rein. Sie ist cool und nicht so spießig. Man kann sie um 16 Uhr anrufen und um 16.30 Uhr trifft man sich mit ihr auf einen Kaffee. Das mag ich so an ihr, die Spontanität und einfach ihre Art, wie sie ist. Und deswegen ist sie auch in dem Job ganz genau richtig. In Karlstadt, einem Ort etwas außerhalb von Würzburg, ist der Dienstsitz von Annika Kringel. Hier ist sie ganz Pfarrerin, führt Taufgespräche mit Familien, ist Seelsorgerin, hält Gottesdienste und hat eine bestimmte Vorstellung von ihrer Kirche. Mein Wichtigstes ist, dass Kirche bei den Menschen ist. Also in dem Moment, wo Kirche sich nur noch hinter ihren Mauern absperrt, das mag ich nicht. Das Zweite, was mir ganz wichtig ist, ist Kirche, die nicht diskriminiert. Also in einer Kirche, in der sich, also in meiner Wunschvorstellung, jeder sicher fühlt. Kirche ist bunt, das ist die Überzeugung der Pfarrerin, weil alle Menschen verschieden sind. Einblicke in ihren Arbeitsalltag und ihre Überzeugung gibt sie auch auf ihrem Instagram-Account Pfarrnikariat. Ich habe mit Social Media angefangen, 2021 im Vikariat, mit einer Freundin damals noch zusammen, die in der gleichen Ausbildungsphase war. Und mir geht es jetzt nicht darum, Follower zu generieren, aber mir geht es schon darum, wie Kirche auch sein kann, wie ich auch als Pfarrerin bin, zu den Menschen zu transportieren. Und da finde ich Social Media ein wichtiges Medium, was wir oft hinter unseren Kirchentüren nicht erreichen können. Da erreichen wir Menschen, die wir sonst nirgends erreichen würden. Annika Kringel ist es wichtig, Beruf und Privatleben nicht zu sehr zu vermischen. Aber beim Fußball verschwimmt die Grenze dann doch manchmal. Ich persönlich muss gestehen, vor dem ein oder anderen richtig wichtigen Spiel habe ich schon mal ein bisschen gebetet. So, Gott, ne, zu allem, was dazu kommt, es wäre schon gut, wenn wir morgen gewinnen. Oder dass sich niemand verletzt. Dann ist das Beten vor dem Spiel eine gute Sache, sagt Annika Kringel.